Hallo Leute, willkommen zurück hier in Crisis Core Final Fantasy 7! Jo, letztes Part wieder schön ein paar Missionen gemacht. Ich habe mit der Materia nicht viel gemacht. Ich habe es mal den TP-Verstärker perfekt drin gelassen. Ich kann ihn noch nicht aufrüsten, ohne dass ich da sage, hey, ich habe 50% weniger Leben und das wäre nicht auf Dauer gesund. Ich habe auch noch Vita reingenommen und das nehme ich gleich hier, vielleicht kommt mir öfters ein 3. Alles, was ihr perfekt habt und sagt, ich will das mitnehmen, solltet ihr eventuell auf den 6. Slot nehmen, denn meiner Meinung kommt der Doppel-6er oder Triple-6er in der DPW selten vor. Also seltener wie 1 bis 5. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kann sein, dass es so ist, kann auch sein, dass es nur von Glück abhängt, ich weiß es nicht. So viel mal dazu. So, bevor ich mal kurz mit der Story weitermache, ich habe heute vor, mit der Story weiterzumachen, will ich noch 2 Missionen machen, nämlich hier auf der Jagd nach Unbezahlbaren, die wertvollen Dinge. Das hier will ich haben. Aber fangen wir hier mal an, das hat sich irgendwann mal freigeschaltet, schon etwas länger her. Exterminierung, was für ein Wort. Wir sind auf einer unterirdischen Fabrik der Genesis-Horde gestoßen, Gelänge. Uns eine Vernichtung dieser Anlage würde dies der gegnerischen Kampfkraft einen schmerzlichen Schlag zufügen. Begib dich umgehend ins Einsatzgebiet, vernichte den Feind und sammle dessen Ausrüstung ein. Schau mal rein. Denn bei der Zeitmission hier, soweit ich weiß, habe ich etwas sehr Geiles bekommen. Oh, und die Höhle ist ziemlich groß. Schauen wir mal. Ich glaube rechts oder Boss. Muss mal gucken. Ja, und ja, bei der Höhle hier den Gegnern auszuweichen ist sehr schwer. Auch ja, dieser Angriff, wenn ich den habe. Ah, ich liebe es. Wenn ich so schön reinhaue. 800 pro Schlag. Ein bisschen mehr. Okay, 600 bis 800. Okay, der erste ist weg, der zweite ist gleich weg. Also wenn man mehr Angriffskraft hat, das ist sehr angenehm. Sagen wir es so, ja. Sehr angenehm. Ich mag das, wenn man so reinhaut. Dann halten die Gegner weniger aus. Man selbst hält zwar weniger aus, aber je schneller die Gegner weg sind, desto problemloser ist das. So, hier ist eine Kiste mit einem Eis. Hm, Eis. Kann ich es aufs Essen? Ich weiß nicht, ob dieses Eis genießbar wäre. Also wenn ich Eis zaubern könnte, würde ich mir jeden Tag, glaube ich, ein Eis machen. Also ein Eiszauber. Mit Geschmacksrichtung Kuchengeschmack. Nee. Na, vielleicht Vanille? Ja. Ja, mit Feuer würde ich anscheinend jeden Tag grillen gehen. Auch im Winter. Ach ja. Also wenn solche Magien Real Life wären, dann wäre es sehr interessant. Finde ich. Ich mag das nicht, wenn ich in der Ecke stehe. Aua! Du hast mir wehgetan, Opa! Dafür bekommst du die Stoppklinge ab! Weil sie eh nichts bringt! Yay! Leider. Die maschinellen Gegner haben Immunität zur Stoppklinge. Was ich ja schade finde. Geh endlich sterben! Was hältst du aus, mein Freund? Viel zu viel auf jeden Fall. Normal war das nicht mehr, oder? Ach man, das hasse ich. Gehst ein paar Schritte, kommen die nächsten Gegner. Nein! Was? 154 pro Schuss? Das ist hart. Gegen die muss man aufpassen, was man tut. Leicht. Ach, dieses Ding, der Stapler heißt er, hält viel zu viel aus, wenn er mich fragt. Gott der Hölle, zweimal Partisanen miteinander, zeigt's haben wollen.
Conflict resolved. So, alles weg. Hoffentlich. Hier ist die Kiste mit den Heilpotion. Und jetzt nicht denken, es kann hier nichts bekommen bei diesem Abschnitt da hinter mir. Wenn man da wieder beschriebenen Bereich betritt, können da wieder gegenkommen. Und wieder und wieder und wieder. Hab ich schon wieder gesagt? Möglich. So, hier ist noch eine Kiste. Alle Kiste haben wir wohl mit einem Heilpotion darin. Jetzt wird's langsam recht, ja. Ich wollte heute ein bisschen mehr machen als wie nur die eine Mission. Wollte auch ein bisschen Story machen, aber wenn da so viele Gegner kommen. Eigentlich wollte ich jeden ausweichen, aber hat keinen Bock dazu. Naja, schwer ist er nicht. Also wenn er einzeln ist, dann seht ihr, der hat keine Chance zum Zug zu kommen. Er hält nur viel aus. Dieser Stapler. Gabelstapler. Ich zerlege dich ohne Ende! Er muss sehr gute Schrauben haben. Oder er sind sehr fest angezurrt. Ah, von denen bekommt man eventuell mal einen Kraftreif, den kann man ausrüsten. Also, die Stärke nochmal plus 10. Nochmal plus 10. Also für 200 Leben nochmal. Ich denke drüber nach. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weil nochmal 10 Stärke ist gar nicht mal so schlecht. Das deckt sich ja. Hier bekomme ich ein Soma. Aber ich glaube, ich warte noch damit, dass ich noch mehr Stärke bekomme. Und der Kraftreif ist irgendwann auch mal nutzlos. Es dauert halt eine sehr lange Zeit. Noch eine Kiste. Oh, ja, solche Kämpfe mag ich auch. Denen kann man nicht ausweichen. Da läuft man hinein, egal was ihr macht. Da läuft ihr rein. Ah ja! Erste weg. Und der zweite folgt zugleich. Klar. Sehr gleich. War doch Kindergarten. Ja, schwer ist das hier nicht. Obwohl hier der Stufe normal eingestuft wurde. Allheilmittel in der Kiste. Oh, Allheilmittel ist immer gut, weil das ist das teuerste im Geschäft. Und da wäre gar nicht mal so schlecht, ein paar zu haben. Und hier ist unser Freund Genesis. Oder auch nicht. Es ist nur eine Kopie, wie viele andere Genesis vorher. So, man sollte sich zuerst um den Roboter kümmern, bevor man um sich Genesis kümmert, der eine MG hat. Eine MG. Schrott. Eine Schrottflinte, das heißt's. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 2, 3, 1. So was. 2, 3, 1. Ich dachte, der greift an. Okay, anders an. Mit seiner Schrot ist jetzt, naja. Als erstes den Roboter weg, bitte. Er hält weniger aus als wieder Genesis. Ich würde gerne wissen, ob ein Schiefernichter die Stoppklinge wirkt. Das scheint nicht so. Schau mal. Machen wir jetzt hier einmal. Nee, der hat Immunität noch mal. Schade. Weil ich mich erinnere, hält er viel aus. Und wenn er seinen Sport macht, kann man ihn nicht unterbrechen. Da heißt das Ausweichen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich hasse die Benommenheit. Später wird die richtig böse. Hey, du hast mich gar nicht getroffen, mein Freund. Also die Benommenheit, der Zustand ist sehr böse im Spiel. Das werden wir noch später merken. Viel. Okay, nicht mehr viel später, aber doch etwas später. Kommt drauf an, wie werde ich mit den Missionen kommen. Je früher, desto besser. Oder wie? Nee. Komm, Sephiroth! Yay! Doppel 4! Stufenanstieg von Medica! Bringt sich nicht auch gar nichts. Der Medica halt immer alle Zustände.
4 schönen Schaden. Ihr hört, die Stärke ist, dass der Stärker ist 8 Streich und der DPW. Und das war's schon. Hast du schon? Okay. Dafür bekommen wir den Utensilien-Fusions-Almanach. Bah! Was ist das denn für ein Wort? Ich glaube, das war das, was ich denke, dass es war. War's das? Ja. Das ist nämlich richtig geil. Man kann nämlich in der Materie Fusion. Jetzt nämlich Utensilien reinhauen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man zum Beispiel zwei Feuerzungen hat, kommt der Feuer mit Mark 3 raus. Ich mache jetzt in Utensilien rein irgendetwas, zum Beispiel, keine Ahnung. Elixier. Dann drücke ich auf Fusionieren, dann erhöht sich meistens was. Aber in diesem Fall nicht. Ne? Achso, es wird zu Vitra. Interessant. Also ohne Elixier, Moment, Viereck, wird es zu Feuer und mit Elixier wird es zu Vitra. Also das Utensil macht das Ganze nochmal etwas interessanter. Und natürlich, wenn man von diesen Makroniten jeweils 5 hatte, kann man da auch andere Werte reinmachen oder den Wert noch stärker verstärken. Und man kann auch Accessoires reinlegen, zum Beispiel 2x Kraftreif. Aber, hey, da macht sich Feuerer. Reicht davon auch einer? Das ist die Frage. Moment. Mach mal hier raus. Reicht ein Kraftreif schon aus? Nein, das wird nur zu Feuer. Aber 2 Kraftreife wird zu Feuer. Also, das mit den Utensilien ist sehr interessant. Das macht das Ganze nochmal etwas komplizierter. Aber egal, so viel mal dazu. Also ich finde die Utensilien-Fusion richtig geil. Vor allem, wenn man später ein paar interessante Sachen reinhauen kann. Oh yeah. So, ich will, wie gesagt, die andere Mission auch schon machen. Moment. Unbezahlbar. Das hier. Die Exterminierung 2. Die ist hier Schwierigkeit extrem, aber ich will das haben, was da drin ist. Unbedingt! Ich weiß nämlich noch, was es das gibt. Haha. Erst kürzlich haben wir erfolgreich eine Ausrüstungsfabrik der Genesis Horde zerstört. Schon ist an anderer Stelle eine neue Fertigungsanlage entstanden. Dringe in die Fabrik ein und vernichte die dort stationierten Schergen Genesis. Doch sei auf der Hut. Seit unserem letzten Angriff soll die Verteidigung verstärkt worden sein. Schau mal rein! Denn ich will das haben, was es da hier gibt. Oh, relativ große Karte. Bam, 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 bam. Ich mag den Sound. Dumpf, dumpf, dumpf. So dumpf. Trotzdem irgendwie geil. Die Gegner aus dem Weg gehen ist immer die beste Möglichkeit, Zeit zu sparen. Also für ein Let's Play ist das, finde ich, ungeeignet, in jeden Gegner reinzurennen. Wenn ich privat spiele, mache ich das zwar auch öfter, aber wenn man halt Bock hat auf zu kämpfen, dann renne ich auch mal in Kämpfe rein. Ist halt so. Moment, ist da rechts was oder ist das nur Sackgasse? Okay, das ist nur Sackgasse. Sehr interessant. Dann geht's hier weiter. Dong, dong, dong. Okay, geradeaus oder längs? Ich guck mal längs. Da ist nämlich eine Sackgasse. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Schade. Die Kisten sind hier nämlich meistens an den Ecken, darum schaue ich mit der Kamera so gern herum. Und das ist unser Gegner, dieser Spinnenbot. Mit dem hatten wir schon mal das Vergnügen, aber ich glaube, hier ist er etwas schwerer gemacht worden. Lass mal gucken, ob es hier noch Kisten gibt. Ich glaube, da gibt es sogar noch was. Ob es wertvoll ist, ist eine andere Frage. Ah, okay, hier ist schon mal was. Map. Ein Mag-Verstärker. Jetzt nicht so mein Ding. Ich benutze den Mark-Verstärker generell nie. Erhöht sie zwar die Magie, aber nein! Auf Dauer verbraucht das viel zu viel MP. Auf Dauer. Selbst wenn man Maximum MP hat, ist viel zu viel für meinen Geschmack. So, hier ist ein Elixier. Okay, das hat sich ausgezahlt. Elixiere sind ziemlich schnell selten im Spiel. Regenerieren voll die HP, die DP, also HP ist TP in dem Fall, die MP und die AP. Ich glaube, es hält auch vor allem Zuständen. Ein Dämonenbahn bekommen. Was ist das nochmal? War es eine Ausrüstung? Ich glaube, ja. Ah ja, schützt vor Fluch. Wenn ihr zwar denkt, ihr könnt den Dämonenbahn reintun und den Fluchring und sagt, ey, ich habe keinen Fluch mehr. Nope, das hebt sich auf, also
Ihr seid dann trotzdem noch verflucht, obwohl ihr Schutz vor Fluch habt. Klingt zwar unlogisch, ist aber halt so. Aber generell finde ich die Ausrüstung, ja, geht so. Der Dämonenbahn, weil so oft gibt's den Zustand Fluch nicht. Und er löst eh nur das aus, dass ihr die DPW nicht benutzen könnt. Und so wichtig ist das in den meisten Kämpfen auch wieder nicht. Nicht immer braucht man die DPW. Und auf sie verlassen würde ich jetzt auch nicht, weil die halt Zufälle haben. Und hier sind drei Kisten. Okay, was ist da drin? Einmal Mithril-Handschuhe. Dann ein High-Push. Dann ein Kampf. Oh, die können schon Barriere. Die Wartegruppe, da werden auch immer dreister. Barriere bewirkt, dass ich nur noch halben physischen Schaden mache. Aber nicht magisch. Nur mit dem Schwert draufhauen, das ist damit gemeint. Na, es wäre gar nicht so schlecht, zuerst die Roboter hier sogar wegzumachen. Denn die machen Barriere auf ihre Kumpels und das ist nicht ganz, ja, gesund. Die Barriere fliegt nach, also geht nach einer Zeit, das ist halt die gute dran. Aber trotzdem, zuerst weg mit euch. Na super, jetzt haben alle Barriere. Z-Barriere? Okay, magisch werde ich hier nicht angreifen. Das Problem ist, die DPW machen auch nur noch halben Schaden, wenn die alle Barriere und Z-Barriere haben. Sehr gut. Is this the end? I'm trying! So der Schaden. Disney, dreimal! Yay! Glücksterne incoming! You can do it, Zack! Yeah! I'm on fire now! Au! Oh. Eis macht jetzt eigentlich gar nicht so viel, aber nur 200? Bin mehr gewohnt. So. Aber es hat sich ausgezahlt, dieser Kampf. DPW hat sich zweimal gemeldet, Schisne hat sich gemeldet, die hat jetzt mein Limit auf Stellar gesetzt, das ist noch immer so, also auch nach dem Kampf ist das auf Stellar, bis die DPW sich zu oft meldet. Dann sagt es, ich bin nicht mehr Stellar, ich bin nur noch normal. Aber das dauert meistens eh nur zwei, dreimal Einsätze von der DPW selbst, ja. Und hier links, ne. Es hat mir langsam wieder mal angewöhnt, den Weg zu merken. Langsam aber sicher wird es wieder mal Zeit dafür. Langsam aber sicher. Stetig. So, Moment, bin ich voll? Mehr oder weniger. Einpushen, dann passt's. So, Kampf gegen diese Spinne wieder mal. Hallo, die Grabspinne. Wir hatten schon sehr oft das Vergnügen, mein Freund. Es kann sein, dass sie stärker wurde. Außen pro Schlag, so mag ich's. Ja, es ist nur schwer, wenn er seinen Magnetfilter macht. Sonst geht's. Und sich halt nicht treffen lassen. Das ist halt die Devise, so wenig wie möglich halt. Aber das geht's. Jetzt habe ich die sonst schon aufgetroffen, aber wie ihr seht, ist es nicht wirklich schwer. Wie man sieht, also es ist ein magischer Angriff, dieses elektromagnetische Feld, weil ich habe jetzt physische Resistenz. Das heißt, wenn es physisch wäre, würde es keinen Schaden machen.
Sephiroth 642, leider kein Level Up und geblockt. Ach, Streich Stufe 4. Concentrate. I'm feeling it. Ich hoffe, der Arschstreich wird bei einem bestimmten Gegner mal kommen. Ja, das wird noch lange dauern, bis ihr wisst, was ich meine, aber... wenn ich jetzt schon daran denke, wird mir schlecht. Also habe ich nur eingestellt. Warum habe ich nur 100% hier dazu geschrieben? Ja, das gehört dazu. Ja. Die Zähne abgeschossen. Ah, und hier wirklich die Doppel 6, wo man gemerkt hat, mein TP-Verstecker hat sich nicht erhöht, weil er schon Maximum ist. Puh, das war's. Und dafür bekommt man einen Schlüsselanhänger. Was bringt Bärdeck für sich jetzt? Schlüsselanhänger, was? Ah, Leute, dieses Accessoire ist richtig geil, denn es erhöht euren Ausrüstungsload um 1. Ihr könnt jetzt ein extra Accessoire anlegen, was sehr, sehr cool ist. Oh yeah. Und in dem Fall mache ich nochmal meine Stärke höher. Oh. Und Magie? Nee, brauche ich nicht. Wenn, dann Stärke plus 10 statt Stärke plus 5. Finde ich besser. Somit habe ich jetzt eine Stärke von 52. Da geht aber noch viel mehr. Jo, so viel mal dazu, und weil hier so viele Kämpfe zwischen waren, muss ich wieder bei Fraps schneiden, weil sonst wird die Datei zu groß und ihr kennt das Ganze ja schon. Ich mache heuer dabei weiter.